Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS15 Multiplayer Let's Play auf der Silent Valley Map. Wieder am Start ist der Christian. Hallo. Ja, und wir sind noch am Kartoffelernten. Oder besser gesagt, Kartoffelroden heißt das, glaube ich. Ja. Heute habe ich mal das Vergnügen, den Roder zu fahren. Beim Jawohl. letzten Video ist ja der Christian der Roder gefahren und ich bin abgefahren. Heute fahre ich den Roder. Ja, fliegender Wechsel heute. Ja. Ist aber noch der Originale. Wir benutzen noch nicht den Mod, obwohl wir den eigentlich auch benutzen könnten. Sind wir ein bisschen schneller. Aber Da kannst du nochmal hoch, nochmal runter fahren, ne? Müsste lange, ne? normal, ja. Wegen dem Abtanken Ja. dann. Fahr als Manöver dann, warten wir oben. Siehe, wenn es nicht langt wird, komme ich schon mal runter. So Da jetzt fährt. ungewohnt mit dem Ding zu fahren. Ja. Ah, nochmal, das ist GPS-Klebe bisschen. Nur rechts fahren, so. Oh, das war. Alles mitnehmen. So. Jetzt sieht das Ganze besser aus. War GPS nicht gegangen, oder was? Nee, der war bis zur zweiten links eingestellt. Der hat nur drei Reihen mitgenommen anstatt vier oder fünf. Ah, oh, okay. Samstag, ich bin mal gespannt, bis Samstag soll ich wahrscheinlich ein neues Aufnahmeprogramm haben für die Videos. Mal gespannt, wie das funktioniert, ob es besser wird ein bisschen. Ja, schauen wir mal, ne? Ja, ich sollte es ja eigentlich schon haben. Das hat aber nicht so hingehauen. Kriegst du halt zur heutigen Aufnahme leider noch nicht, also Ja. versuchen wir es mal. Genau. Ah, langt doch einwandfrei, als im Wende. Ja. Ja, haben wir noch ein bisschen Kartoffel vor uns da. Ja, noch ein paar Reihen, ne? Ja. Sind voll. Warte mal, kommen wir fahren noch ein bisschen zurück. Noch zurück. Noch. So. Muss auch gut drücken. Jawohl. Weil, dann können wir eventuell noch ein bisschen weiterfahren gleich. Ja. Oh. Ne, das soll's GPS. Ach, So, wollte. ne, jetzt habe ich's drin. 9 km/h. Mir noch die Hütte voll. Er hat doch die schönere Hupe wie ich. Ja, dieses Mal ja. Da hat jemand die Haustür in der Luft gemacht.
Ja gut, die muss zu sein, sonst könnte jeder x-beliebig auf der Hof fahren. Das stimmt, ja. Und mir die Milch klauen. Oh, die gute Milch, ja. Ja. Wie sieht's mit den Tieren aus? Die Produktivität von den Schweinen ist noch bei 0%, obwohl sie eigentlich mit allem versorgt sind. Ja. Kühe sind auf 100 und alles. Jut, jut. Hat mal Zeit, dass eine große Nachfrage von der BGA kommt. Die haben wir ja noch voll Leihe. So, da mal ein bisschen was wegkriegen. Doppeln wird hier nicht angenommen. Bin gerade nicht richtig. Wo bist du hier gefahren? Vom Hauptziel, oder? Nee, du musst ganz oben ans Kartoffellager fahren. Das ist hinter der, bisschen oben auf dem Hügel da, weißt du? Wo die Maschine also drin stehen, der Hall, oben drüber. Ah, ja. Da ist das Kartoffellager. Ah ja, hab's gefunden. Boah, jetzt hatte ich dir noch Kollision. Ja. Müssen wir später vielleicht mal noch gucken, wie weit die Kartoffelwaschanlage, wie weit die ist. Müssen wir eventuell wieder die Kiste vorne drauf leeren, weißt du, neue hinstellen. Ach ja, stimmt, ist bei ja dann wechseln, ne? Ja, ja. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, ich kann gleich mal nur fahren, gucken. Lausch dann 8-8, ja. Komm, ja, ich gleich mal runter. Komm her. Ja, es sind ein paar Krummbeere auf dem Feld, ne? Auf jeden Fall, ja. Das ist noch einiges. Cool. Hätte nicht gedacht, dass das wirklich so viel ist auf dem Feld. Hätten wir das gewusst, hätte ich mir vielleicht ein bisschen kleineres Feld ausgesucht. Ja, gell, wo man gleich gewusst hätte, ja. Hätten sie ja dählen können. Halb Kartoffel, halb Zuckerrebe. Ja.
Ja, gut. Wagenmotoren, gehen wir schnell gucken. Und? Ja, die ist voll. Ist voll. Jo. So, nehmen wir mal den Pace. Ja, kann ich mal gucken, was können wir so ein kleiner Stapler leisten für auf den Hof. So ein kleiner Gabelstapler für die Kiste wegzufahren. Ja, das wäre nicht schlecht, ja. Das können wir mal gucken dann. Dann lassen wir dann einfach da oben stehen, dass man die Kiste immer rüber und über befördern kann. Vielleicht auch zum genau. Laden oder so. Vielleicht denn den Bobcat, ne? Vom JCB DLC, ne? Ja, entweder den oder wo richtig der Radlader so. so Radlader. Gabelstapler. Gab's nochmal den Toyota oder wie der heißt? Genau, ja. Das sind eigentlich die Palettegabel. Die müssen normal dort oben stehen. Weil nicht, dann steht es unten auf dem Hof. Jetzt gerade nichts, ich fahre nur. Weil eigentlich brauchen wir die nur dort oben. Brauchen wir sonst nirgends, dass wir aber immer auf dem Hof stehen. Ja, ja. Ja, ich fahr mal rauf, mal gucken, ob es overlight. Ja. Ah ja. Hast du gefunden, ja. Jawohl. Hatte ich overlocked. Bei 86%. Ja, ich will hier keinen Stress machen. Nee. So, ich habe nicht nur die Kiste richtig weg gehabt, das ist jetzt halt schon die Neue hier, der Esel. Ja gut, der hat's eilig. Ja, ja. Stimmt nicht. Voll. Bin schon da. Ja, wo ist er denn? Ja, mit Blaulicht. Da kommt er schon. Ja. Da kommt er schon. Joa. Store auf Knöpfen, mein lieber Mann, im Innenraum von dem Ding. Naja, geil, steht am Fall, müsst ihr alle drücken. Kannst du beim neuen Lenkrad, kannst du mal. Für der LS. Ja, ja. Ich bin mal gespannt, was es gibt. Oh ja. Schauen wir es uns mal an auf der Gamescom. Ja.
bin noch so ein bisschen am Überlegen. Ich muss aber jetzt langsam entscheiden, ob ich mitfahre. Problem ist, meine Frau hat einen Tag später hat sie Geburtstag. Wird sie 30, oder? Ja. Da muss man mal gucken. Ich bestelle jetzt sowieso erst im Juli jetzt die Karte. Dann schauen wir mal. Holzzaun. Schauen wir mal. Ja, warten wir mal ab. Weil interessiere wird es mich hier doch schon, wie es aussieht. Ja. Ah, jetzt macht, jetzt wäscht sie ja. Sehr gut. Wo stellen wir die Kiste hin? Ich würde sagen, wir stellen sie neben den Salat. Das links. Gut. Mach ich. Vorwärts. So, haben wir die Bahn auch rum. Genauso wie der Part. Der Part ist dann auch schon wieder vorbei. Oh, okay. Gut. Müssen wir nicht arisch weit kommen. Mit dem Kartoffelmacher. Ich würde sagen, wir machen das eventuell offline, also offscreen, offline, offscreen fertig. Ja. Damit man nicht drei Parts dasselbe macht. Und ja, dann würde ich sagen, wenn wir das Feld fertig haben, werden wir uns wieder ans Aufnehmen begeben. Ja, können wir machen, ja. Oh, ich werde es gern. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da oder begrüßt es mal mit einem Abo, wie ihr möchtet. Dann bedanke ich mich auch bei dem Christian. Ja, bitte. Und dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.